zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist raus, das neue Bayala-Magazin. Schon die Nummer 49. Jöi, dann haben wir ja das nächste Mal ein Jubiläum. Die Nummer 50 ist ja der Hammer. Ich bin sehr gespannt, was wir in der Vorschau sehen, was dann in der nächsten Ausgabe drin ist. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Das möchte ich heute hier in diesem Video mit euch zusammen machen. Wir haben hier zwei Heftbeigaben mit dabei. Einmal dieses zauberhafte Armband, das schauen wir uns gleich noch aus der Nähe an, und ein neues Fohlen, eine limitierte Edition, und zwar Kiana. Ich hoffe, man spricht es so aus, und ich glaube, das ist es ein Feuerfohlen oder sowas? Ich meine, irgendwie in die Richtung geht's, mit einem rosafarbenen Fell. Wir schauen uns das an. Jo, das hier ist auf jeden Fall das Titelbild, wie immer super schön gestaltet. Hier haben wir Kiana, das ist die zeichnerische Umsetzung, natürlich mit viel Glitzer in der Mähne, im Schweif, und ein Tattoo hier auf der Flanke. Wir haben Poster mit drin, Rätselspaß, es gibt fluffige Marshmallows, die ihr hier machen könnt, und es gibt Gewinne. Ihr könnt fünfmal diese Einhornfamilie hier gewinnen. Also, das ist doch eine coole Geschichte, und das Armband hier auch mit dabei. Und ihr könnt euch auch noch Funkellichter basteln. Na, da habt ihr ja wieder einiges zu tun. Wir schauen uns das Magazin schnell an. Ja, das hier, die neuen Sammeleinhörner. Limitiert selbstverständlich 2, 4, 6, 7 Stück. Sind ein paar wirklich schöne mit dabei. Das hier gefällt mir besonders gut, weil es ist einfach mal anders als die anderen. Und dann haben wir hier mal wieder eher so ein Pony mit dabei, ne? Auch goldig. Ja, hier seht ihr schon den Inhalt mit unserem Flammenfohlen. Wunderbar, Flammenfohlen, Kiana. Dazu gibt es garantiert wieder einen Steckbrief, und willkommen in Bayala begrüßt uns hier eine Elfe mit ihrem Pegasus zusammen. So, dann geht's hier los mit Heb ab mit Fea. Kaum eine andere Elfe fliegt so oft über Bayalas Wiesen wie Fea. Warum? Weil sie ständig etwas vergisst und wieder umdrehen muss. Ja, Fea ist eine schöne Prinzessin. Fea achtet auf ihr Aussehen. Sie bürstet mehrmals am Tag ihr wunderschönes langes Haar. Und keine andere Elfe hat sie jemals mit einer strubbeligen Frisur gesehen. So ein ganz kleines bisschen eitel ist sie schon. Über den Wolken, Einhorn Suria trägt Fea dank ihrer wunderbaren Flügel an jeden Ort Bayalas. Und dann hier beste Freundinnen. Diese beiden Elfen sind einfach unzertrennlich und können sich immer aufeinander verlassen. Ayela kann Fea nie böse sein. Und noch ein bisschen mehr zu lesen. Hier geht's auch gleich schon los mit Rätsel. Ich blätter jetzt aber ganz schnell weiter zum Comic. Hier ist wieder Marvin mit am Start. Flammen am Vulkan heißt das Comic. Ist wie immer super goldig gezeichnet. Das kann man anders gar nicht sagen. Kiana, wie es ausschaut, ist ja auch mit dabei. Und natürlich der kleine Waschbär Piu. Dann gibt es hier einen leckeren Kuchen. Geburtstagskuchen? Fragezeichen. Also ihr seht auf jeden Fall, wie nett es hier gezeichnet ist. Und die hier machen alle mit. Kiana, das Flammenfohlen, kann noch nicht gut mit seinen Kräften umgehen. Dann Marvin, die lustige Elfe, liebt Überraschungen, genau wie ihr Waschbär Piu. Dann Stormy, stürmisch, das kleine schlaue Fohlen, ist mit der Magie des Windes vertraut. Ophira, die Königin der Schattenelfen, liebt Edelsteine, immer an ihrer Seite Vogel Brenda. Und Flowey, die Mama von Stormy, hat ein besonders großes Herz und hilft, wo sie kann. Also, all diese Charaktere begegnen euch im Comic in diesem Magazin. Ich blätter mal weiter, denn ich möchte euch ja nicht die Spannung nehmen. Dann kommen wir hier schon zur Heftmitte, zum Poster. Und wenn ihr das Comic aufmerksam durchgelesen habt, dann könnt ihr das Rätsel hier oder das Quiz hier lösen. Also hier sehe ich schon eine wunderschöne Wiese mit den Regenbogen-Einhörnern, wie ihr sehen könnt. Ist ein super schönes Poster. Ich lasse das hier drin, denn ich sammle die Magazine, ne? Mache ich eigentlich immer nur raus, wenn ich es doppelt habe. Und dann haben wir noch ein zweites Poster. Ah, wunderschön, ne? Auch wieder eine tolle Bayala-Blumenwiese mit einem kleinen Teich, Einhorn und Elfe. Ihr kennt die Charaktere garantiert. Stimmt's oder habe ich recht?
Übrigens hier auf dieser Seite, wenn ihr mal eine Ausgabe verpasst habt und noch eines dieser wunderbaren Einhörner oder Pegasus oder Fantasy-Wesen sucht, ihr könnt es beim Blue Ocean Shop nachbestellen. Einfach mal gucken. Das letzte Mal war das Wächter-Einhorn Fayo drin. Ein riesengroßes Einhorn, also eine Original-Schleichpferdgröße. Und hier halt alles dagegen. Fohlen. Das Windpegasus Weiher war großartig, genauso wie Solja, das magische Fohlen. Hier hat bestimmt jeder so seinen Favorit, oder? So, dann geht's hier weiter zum Flammenfohlen Kiana. Das hier ist ein kleines DIN A4 Poster. Und natürlich finden wir hier auch noch den Steckbrief dazu. Das lese ich euch mal ganz schnell vor. Das Glitzereinhorn Kiana. Mit ihrer funkelnden Mähne fällt das Fohlen überall auf. Wer sie kennenlernt, merkt bald, dass auch ihr Charakter strahlend schön ist. Also, hier haben wir den Steckbrief. Das Aussehen, rosa Fell, rote Mähne mit buntem Glitzer. Dann Charakter, hilfsbereit, freundlich und manchmal etwas schüchtern. Zauberhaftes Merkmal, wunderschönes Flammentattoo. Was mag sie gern, wenn der Himmel rosarot leuchtet? Was mag sie nicht so gern? Streit, Lieblingsplatz. Hat sie nicht, Hauptsache ihre Freunde sind ganz in ihrer Nähe. Schon gewusst, mit Kiana wurde auch die Kraft der Flamme geboren. Einmal muss Kiana so stark niesen, dass sie eine Flamme zauberte und mit ihr eine Rose verbrannte. Danach traute sie sich nicht mehr, ihre Magie zu benutzen, bis zu dem Tag, an dem sie den Vulkan retten konnte. Also vermutlich lesen wir das im Comic in diesem Magazin. So, dann gibt's hier auch noch einen Herzenswunsch. Kiana möchte gerne ganz hoch fliegen können, und zwar so richtig hoch, noch höher als die Wolken sind, sodass sie der Sonne ganz nah ist und ihre Wärme spüren kann. Ob ihr Flammentattoo dann so stark leuchtet wie die Feuerzunge? Rätsel über Rätsel, wahrscheinlich die Lösungen im Comic, wie schon gesagt, ne? So, wir schauen uns nochmal zwei Seiten an, denn ihr findet hier das Rezept für Marshmallows. Marshmallows für kleine Elfen. Das Pegasusfohlen fliegt auf Feas knuffige Naschereien. Mach sie gleich nach. Sie sind einfach himmlisch. Also sie sehen auf jeden Fall Weltklasse aus. Das brauchst du. 2 Esslöffel Stärke, 310 Gramm Puderzucker, 100 Milliliter kaltes Wasser, 20 Milliliter kalten Erdbeersaft, 2 Pack gemahlene Gelatine und 1 Teelöffel Vanillepaste. Außerdem Küchenwaage, viereckige Auflaufform, Sieb, kleine Schüssel, Rührgerät, Rührschüssel, Schneidebrett und Messer. Ja, hier gibt's noch einen Tipp und hier das Rezept, wie das Ganze funktioniert. Hier habt ihr sogar alles illustriert und die entsprechende Beschreibung mit dazu. Also kann gar nichts schief gehen mit den leckeren Marshmallows. Könnt ihr nachmachen, aber lasst dir beim Zubereiten von einem Erwachsenen helfen. Es sei denn, ihr seid erwachsen, habt alles zu Hause, denn ich weiß, auch die großen Mädels kaufen sich das Magazin, ne? So sieht's aus. Gut, dann kommen wir hier zur Vorschau. Ich bin sehr gespannt. Ausgabe Nummer 50. Was erwartet uns in der nächsten Ausgabe? Oh, okay, alles klar. Neu und exklusiv das Eisfohlen Nevia. Und dann gibt's auch noch 2 magische Ringe. Schaut mal, das bekommen wir im nächsten Magazin. Ich glaube, das Fohlen war auch schon mal drin. Hier jetzt in einer neuen Variante mit Tattoo und die 2 magischen Ringe. Dann habt ihr hier noch ein Meereseinhorn zum Ausmalen. Und es hat auch noch extra Wünsche, ne? Dann vergeht die Zeit bis zum nächsten Magazin vielleicht ein bisschen schneller. Und dann haben wir hier auch noch ein zauberhaftes Bayala-Quiz. Aha, auf 2 Seiten. Was mit dieser magischen Stadtland-Fluss-Version wird der Spielspaß neu entfacht? Und mit deinem Bayala-Wissen kannst du sogar extra punkten. Also, dann habt ihr auch noch ein zusätzliches Spiel mit dabei. Also, das nächste Mal das Eisfohlen Nevia mit 2 magischen Ringen. Komm, ich halte es noch mal ganz nah vor die Kamera. So sieht es aus. Okay, also, das zu dieser Ausgabe, die Nummer 49. Also, das hat sich wirklich sehr gut gehalten, muss man echt sagen. Sind es überhaupt 49 oder sind schon ein paar mehr? Ne? Manchmal wurde ja auch die Heftnummer irgendwie zurückgesetzt, weil die ersten Ausgaben Probeausgaben waren.
Weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall alle Bayala-Magazine. Ich würde ja sagen, wir blättern das nächste Mal oder wir schauen uns beim nächsten Mal alle Magazine an, von der Nummer 1 und alle Fohlen, die jemals erschienen sind. Aber das ist unfassbar viel. Also ich habe, glaube ich, habe ja viele doppelt und dreifach. Ja. Also ich habe riesen Archivboxen voll mit diesen Bayala-Fohlen. Mal schauen, wenn ich das zeitlich irgendwie auf die Reihe kriege, können wir es machen. Ansonsten freuen wir uns einfach an der nächsten Ausgabe Nummer 50. So, jetzt komm, schauen wir uns mal die Beilagen an. Also ein zauberhaftes Armband von Bayala für dich. Soll ich es kurz rausholen? Hier haben wir auch noch ein nettes Bild von einem Pegasus drauf. Komm, ich hole es schön raus. Muss ich hier aufschneiden. Ritsch. Und dann holen wir das Gummibändchen raus. Aber ich glaube, das sind nur die zwei hier dran. Ja, ja, ja. Es ist nur das Regenbogen-Einhorn, was hier super glitzert, hat auch noch ein goldenes Hörnchen, scheint zu träumen, die Augen sind geschlossen, rotes Bäckchen und hier alle Regenbogenfarben und massenhaft Glitzer drauf. Dann haben wir auch noch einen extra Regenbogen, der in der Wolke beginnt und in der Wolke endet, ebenfalls mit Glitzer durchzogen. Und hier habt ihr ein Gummiband, was hier... Nee, ist kein Gummiband, ist ein Lederbändchen. Ganz schick, was ihr hier auch noch vergrößern und eurem Armgelenk anpassen könnt, ja? Oder ihr flechtet es euch in die Haare. Oder noch eine Idee, ihr nehmt irgendein Bayala-Poster, was euch im allerbesten gefällt, macht es, pinnt es an die Wand oder vielleicht habt ihr auch schon Poster an der Wand und dann könnt ihr das auch hier irgendwie so ins Bild hängen. Ja, einfach so eine Nadel reinpieksen und das dranhängen ist auch goldig, oder? Kann man machen. Oder ihr macht die Dinger vom Armband weg und klebt es vielleicht dem Pferdchen, dem Einhorn so an den Hals dran, dass es aussieht, als ob es zum Zaumzeug irgendwie gehört. Wisst ihr, was ich meine? Einfach ein Stückchen so hinkleben und dann hängt es hier so runter. Oder beide. Oder eins von beiden. Oder... Ja, zwei sind zu viel, dann verdeckt es fast die Elfe. Aber so Sachen könnt ihr machen. Oder hier vielleicht auch was dran, dann habt ihr ein kleines 3D-Poster. Okay, ja, kann man machen. So, und guck mal, ich krieg das hier auch wieder rein und kann es hier wieder zurückschieben. So, dann ist es wieder wie neu und als wäre es nie geöffnet gewesen. Nette Beilage, wem sowas gefällt, wer das brauchen kann. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir hier zum Feuerfohlen Kiana Limited Edition, wie schon gesagt. Manche lassen das drin, packen das gar nicht erst aus. Natürlich nicht geeignet für Kids unter 3 Jahren. Ich hole es aber raus, wir schauen uns das an. Ich schneide es immer ganz vorsichtig am Rand auf, ihr wisst es. So, dann kann man das wunderbar herausholen. Perfekt. Okay, also unser Fohlen kann stehen. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben hier eine Höhe an den Ohren gemessen von 9,1 cm und eine Länge von ziemlich genau 10 cm. Ist ein sehr schlankes Fohlen, so soll es auch sein. Ja, für mich ist es halt eher weinrot. Also für ein Feuer, für ein Flammenwesen hätte ich vielleicht eine andere Farbe gewählt. Darf ich sagen, dass es ein bisschen statisch wirkt? Es wirkt sehr künstlich. Es sieht wirklich aus wie Plastik. Ja, es sieht aus wie Plastik. Ist natürlich ein weicher Kunststoff, aber muss sagen, doch relativ stabil. Also unten, ne, man kann die Beine ein bisschen verbiegen, aber hier oben macht es einen echt stabilen Eindruck. Und es glänzt halt auch wie Plastik, ja. Also nicht unbedingt jetzt wie Gummi. Ihr hört's auch, ne, ist ein bisschen härter, so rum. Okay, ja, die Grundfarbe ist ein Rosa. Wahrscheinlich ist es auch in dem Rosaton hier gegossen worden. Das Auge ist zum Glück nicht ultra riesengroß
Finde ich gut, ist nicht übertrieben. Die Augen sitzen auch, wo sie sitzen sollen, ist okay. Es lächelt ein bisschen, falls ich das sagen darf. Ja, finde ich schon. Es hat einen ja, freundlichen Blick. Das Hörnchen haben sie hier mit Goldglitzer bestrichen, so sieht das besser. Ihr seht schon, die Mähne wurde hier in diesem Weinrot oder komm, bleiben wir bei Weinrot. Bedruckt, wie es aussieht, also handbemalt ist es nicht. Und ihr seht, der Druck sitzt hier an dieser kleinen Tolle nach vorne zwischen den Ohren nicht zu 100%. Ist aber nicht schlimm. Ich sag's immer wieder, ist mir lieber wie Airbrush-Arbeit, wo dann die Hälfte auf dem Fell gesprüht ist. Die Ohren innen haben sie nicht extra bemalt. Die Ohren stehen hier nett nach oben, ist also aufmerksam. Man kann die Fellstruktur hier ganz leicht erkennen, das ist nett geworden. Auch hier die Farbe, der Druck passt, es ist nichts verschmiert und sie haben da wieder dicken Goldglitzer drauf bemalt mit Pinsel vermutlich oder wird es auch schon aufgedruckt, ich kann es euch nicht sagen. Ist sogar einigermaßen gleichmäßig verteilt, aber ihr seht es halt eher im Zentrum, es geht nicht bis an den Rand, ja? Schade, dass das Horn nicht gold bemalt wurde und dann noch mit Goldglitzer bestrichen. Ja, naja, gut. So, der Schweif auch nicht verschmiert. Er fängt da an, wo er anfangen soll. Hier hätte man noch ein bisschen weiter dran drucken können, aber ist schon in Ordnung. Man sieht hier schön die einzelnen Strähnen des Schwänzchen. Der Schweif ist relativ kurz gehalten, genauso wie auch die Mähne hier. Also sehr brav alles, hier noch zwei Löckchen und ja, ihr seht halt das Fell auch über die Flanke, an den Beinen entlang. Man kann hier die Muskeln ein bisschen erkennen. Ja, ein Bein ist leicht angewinkelt, ist so leicht im Trab, im Gehen festgehalten. Hier seht ihr auch das CE-Zeichen und hier haben wir dieses magische Flammentattoo. Auch das sitzt, ist nicht verschmiert, ist eine künstlerische Flamme mit ein paar Sternchen drumherum. Hier haben wir auch den Schleichstempel, produced by Blue Ocean. Datum finde ich jetzt hier auf Anhieb keines, aber ja. Also ich kann es auch nochmal sagen, es ist eigentlich ein schönes Fohlen von den Proportionen her. Es ist schon älteres Fohlen, denn die Beine sind schon eher nicht mehr ganz so lang wie bei ganz kleinen Fohlen. Es wirkt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es wirkt ein bisschen statisch. Es hat diesen Plastikglanz. Es ist irgendwie anders als die anderen Fohlen, die wir hier bisher rausgeholt haben. Okay, das möchte ich hier anmerken. Die Hufe übrigens auch in diesem Weinrot bedruckt, ebenfalls hier mit goldenem Glitzer, was sie hier rundherum gezogen haben. Aber wie schon gesagt, auch das ist sauber. Es ist nichts verschmiert, aber es wirkt sehr, sehr, sehr künstlich. Ich meine, die Fohlen sind alle künstlich, ja, aber es wirkt halt extrem plastikmäßig. Ich möchte nicht sagen, dass es billig wirkt, nein, das wäre hier tatsächlich falsch, aber es ist anders als die anderen, ja, das muss ich hier wirklich mal dazu sagen. Ich kann ja mal ein anderes Fohlen holen, vielleicht auch ein farbiges, mal gucken, ob ich ein rosafarbenes finde. Und dann stelle ich das hier gleich mal daneben. Vielleicht versteht ihr dann, was ich meine. Aber ihr seht es wahrscheinlich auch so schon. Ja, schaut mal, ich habe gerade das hier noch da. Auch das ist vom Farbton her oder von der Mattheit, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ähnlich. Aber es wirkt doch noch lebendiger, nicht ganz so statisch. Dann habe ich hier noch ein älteres Fohlen, wie ihr seht, ja, und es wirkt halt natürlicher. Es ist nicht ganz so statisch vom Kopf her, vom Körper her. Oder das hier, das ist halt toll in der Bewegung eingefangen, hat aber hier ein bisschen unglücklichen Grundton. Sieht ein bisschen aus wie angelaufen, ne? Ist nicht ganz so schön. Aber vielleicht seht ihr schon, was ich meine, gerade wenn ich die zwei hier mal nebeneinander halte. Da siehst du halt, dass der Kopf, glaube ich, noch echt richtig so von Hand skulpturiert wurde. Also das links sieht halt noch realistischer aus wie das rechts. Das wirkt
sehr wie ein Plastikmodell, obwohl beide aus Kunststoff sind, ja, das steht hier außer Frage. Aber das hier ist super schön in der Bewegung, ganz locker und das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr steif. Ja, und jetzt, wo ich eines der letzten hier daneben habe, das Pegasus, das ist eigentlich auch schon von der Fellstruktur ähnlich, aber das ist schon noch ein bisschen schöner in der Bewegung festgehalten, wie ich finde, wirkt also nicht ganz so statisch wie dieses neue Einhorn hier. Also, ich lasse auf jeden Fall noch in 360 Grad drehen, könnt ihr euch nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall ein schönes Fohlen, das steht hier außer Frage. Und zusammen mit dem Armbändchen ist das eine schöne Heftbeilage für diese Ausgabe. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier auch durch. Das neue Bayala, die Nummer 49, kostet in Deutschland 5,99 € mit dabei. Dieses Fohlen in der Limited Edition passt farblich wunderbar zu dieser Bayala-Farbe. Darum Feuer hätte ich jetzt vielleicht eine andere Farbe gewählt, aber ja, ist auf jeden Fall nett. So, übrigens noch mal eine ganz schnelle Zwischengrätsche. Ich sehe das jetzt gerade erst, wo ich den 360-Grad-Dreh mache. Also ich schneide es jetzt einfach noch mit rein. Dieses Einhorn steht total schräg. Seht ihr das? Das kippt fast nach rechts, okay? Ist mir während dem Besprechen gar nicht aufgefallen, aber so seht ihr, wie schräg das steht. Ist es bei eurem auch so? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ist heftig. Also auch wenn du die Beine hier verbiegst, was du fast nicht kannst, weil es echt ein relativ hartes Material ist, steht trotzdem schief. Klar, du kannst warmes Wasser machen, die Beine ein bisschen zurechtbiegen, aber das ist, glaube ich, von Grund her extrem schief gegossen. Ja, das wollte ich hier nur noch mal ganz schnell hier zeigen. Ihr seht es auch von hinten. Jetzt kippt es komplett nach links. Also auch das ist jetzt nicht so Welle Wahnsinn. Es steht zwar gut, es fällt nicht gleich um, aber es ist halt extrem krumm. Ja, also nur damit ihr das auch noch mal ganz schnell gesehen habt und wisst. Also ja, ich kann jetzt schlecht sagen, achtet bei eurer Figur, bei eurem Magazin drauf, ihr werdet es nicht sehen. Erst wenn ihr es rausnimmt und aufstellt, dann seht ihr, steht es gerade oder kippt es hier nach rechts oder links, je nachdem, wie rum ihr es aufstellt. Ne? So, dann wisst ihr das auch noch. Gut, dann noch viel Spaß beim 360-Grad-Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Bayala-Magazin und diesen wunderbaren Beigaben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.